Disziplinenfreiraum, das klingt ja im Sport so ein bisschen wie, als wenn es Gegensätze wären. Ich meine genau das Gegenteil, denn wer auf dem Spielfeld Entscheidungen treffen muss, für sich selber, für die Mannschaft, für sein Team, der muss auch gewisse Freiräume genießen können, Entscheidungsfreiheiten haben. Und das versuche ich eigentlich auch in meinem Führungsstil darzustellen. The American Way of Life. Zobel gab seinem Team rund um die Trainingseinheiten den versprochenen Freiraum. Andererseits mussten die Profis zweimal pro Tag hart arbeiten. Denn hier mussten die Grundlagen für Ausdauer, Schnelligkeit und Kraft geschaffen werden. Die Fußballstiefel führten zunächst ein geruhsames Leben, glänzten nur im Sonnenlicht. Den stark erhöhten Puls verursachten hier also nicht die landschaftlichen Schönheiten. Am fünften Tag winkte dann endlich der erste Ballkontakt. Testspiel gegen die Dallas Rockets. Die Rahmenbedingungen, hier die Kabine, entsprachen vorsichtig ausgedrückt nicht ganz europäischem Profistandard. Die Texaner bemühten sich ansonsten aber redlich um das Wohlbefinden der Lehrmeister aus Germany. Der Wert dieses Besuches ist unschätzbar. Wir müssen jetzt die Stärke unseres Profifußballs testen. Fußball ist in Amerika eine junge Sportart und wir wollen wissen, wo wir in der Welt stehen. Um dies herauszufinden, müssen wir gegen die besten Teams der Welt spielen. Sehr weit oben stehen zumindest die Dallas Rockets nicht. Beim 0:5 gegen die Roten Teufel kamen die Raketen nicht einmal aus den Startlöchern. Hier trifft Dooley zum 1:0. Wie nach Drehbuch erzielt der US-Nationalspieler auch das zweite Tor, wird von den 7000 im Stadion wie ein Held gefeiert. Wir fragten aber auch außerhalb des Stadions. Tom Dooley. Who's Tom Dooley? Never heard of him. Would Tom Dooley? The name rings a bell, but I don't know why or where I've heard it before. I think there's a song in America about Tom Dooley, but that's all I can comes to mind to me. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Tom Dooley is a great soccer player from Germany who's now playing in the US. He's my idol. Na bitteschön, Dooley wird also den Amerikanern bis zur WM noch auf die Sprünge helfen. Die Roten Teufel müssen schon vorher auf Touren kommen. Mithelfen sollen da die Neuerwerbungen. Markus Marin, Torjäger vom Bundesliga-Absteiger Stuttgarter Kickers. Der Trainer kennt mich, er weiß, wie ich spiele und er wusste ja auch, was hier für Leute sind. Und wenn er mich mitnehmen will, dann denkt er sich sicherlich was dabei. Aber es ist ganz klar, dass ich meine Leistung bringen muss, um zu spielen. Michael Zeyer vom SC Freiburg sammelte bislang nur Zweitliga-Erfahrung. Auch in der zweiten Liga wird schon eigentlich professionell trainiert und da von der Einheit her und von allem, da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Das Einzige ist halt, dass die einzelnen Trainer halt anders trainieren und so. Martin Wagner, Leistungsträger beim Club in Nürnberg, der ihn verkaufen musste.
Ja, das ist ganz einfach. Der Verein hatte also, glaube ich, 24 Millionen Schulden und musste Spieler verkaufen. Und da war ich leider drunter und so ist es dann gekommen. Thomas Ritter, Mandecker, kommt wie Marin und Zobel von den Stuttgarter Kickers. Also bei mir war es auf alle Fälle die freie Wahl, herzugehen. Ich meine, ich musste nicht gehen von Kickers, die hätten mich auch gern weiterbehalten, aber der Trainer hatte mich gefragt, Rainer Zobel hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte mitzugehen. Und das Interesse war auf meiner Seite vorhanden. Ich meine, das ist klar, dass ich lieber erste Liga spiele. Die wichtigste Neuverpflichtung, der Trainer selbst. Zobel erlebte als Spieler die Glanzzeit von Bayern München. Als Cheftrainer brachte er die Stuttgarter Kickers in die Bundesliga. Für mich ist Kaiserslautern nicht so ein Druck, wie viele es vielleicht annehmen würden. Wer diesen Druck nicht sucht, der hat auch gar keinen Erfolg. Und ich komme da eigentlich ganz gut mit zurecht. Ich fühle das auch gar nicht so als Druck. Ich bin mehr von außen hereingebracht, als man selber fühlt. Ganz ohne Druck gehen diese amerikanischen Kinder ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Fußball hat längst die amerikanischen Traditionssportarten als Schulsport Nummer 1 abgelöst. Unglaublich aber wahr, rund 15 Millionen Kinder und Jugendliche sind begeisterte Soccer-Player. Hier kann man sich viel besser austoben als bei den weit weniger dynamischen Spielen Baseball oder Football. Eine Reihe qualifizierter Trainer leistet an den Highschools und Universities beste Arbeit. Dem Nachwuchs allerdings fehlen Perspektiven und Anschauungsunterricht. Der bezahlte Fußball in Amerika nämlich steht kurz vor dem völligen Zusammenbruch. Darüber konnte auch das große Brimborium nicht hinwegtäuschen, das die Gastgeber vor dem Spiel der Pfälzer gegen die San Francisco Bay Blackhawks inszenierten. Aber dem Profifußball hier fehlt die Medienresonanz. Kein Fernsehen, kein Geld, der Teufelskreis ist kaum noch zu stoppen. Gegen die schwarzen Habichte mit 4 aktuellen amerikanischen Nationalspielern taten sich die roten Teufel allerdings schwer. Nur Haber traf zum mühevollen 1:0-Sieg. Zum Durchbruch soll dem Profifußball die Weltmeisterschaft 1994 verhelfen. Daran wird, wie hier in Dallas, schon fieberhaft gearbeitet. Der gigantische Cotton Bowl, natürlich ein Footballstadion, wird in eine Fußballarena feinster Güte verwandelt. Zuschauer, Akteure und Medienvertreter werden hier mit neuen Dimensionen konfrontiert. Ein Big Business wird's bestimmt. Ob aber auch der Vereinsfußball davon profitieren wird, bezweifeln selbst Insider. Zurück in die Gegenwart. Unter der Sonne Kaliforniens haben sich die Profis vom Betzenberg sportlich bestens präpariert. Zum Problem kann allenfalls der insgesamt 26 Mann starke Kader geraten. Denn das bedeutet, dass bei jedem Spiel 9 Profis nur auf der Tribüne Platz finden. Auch für den Trainer nicht leicht. Auch Selbstzweifel gibt es manchmal schon. Und zwar immer die wichtige Entscheidung, welche 16 Leute nimmst du mit. Und wenn man wirklich 19 oder 20 Gleichgute hat und man sieht es beim Training, da muss man ja die Entscheidung fällen und die kann einem kein anderer abnehmen. Im Ernstfall entscheidet wie immer allein der Erfolg, wer am Ende über Wasser bleibt.